Motion Sickness, Cyber Sickness, Simulatorkrankheit. Eine Übelkeit der ganz üblen Sorte? Ja, und leider auch in vielen Videospielen gar nicht so selten. 5-10% der Bevölkerung haben das und insbesondere die, die ohnehin unter einer Reisekrankheit leiden und denen bereits beim Autofahren schlecht wird. Symptome wie Unwohlsein, Schwindel, Schweißausbrüche oder Erbrechen sind daraufhin die Folge. Und das nachweislich umso stärker, je größer der Bildschirm ist und je näher du an diesem dran sitzt. Doch woran liegt das und was kann man dagegen tun? Das erfährst du hier. Bis gleich. Motion Sickness beginnt da, wo der Zug losfährt. Die Übelkeitssymptome entstehen durch den sensorischen Konflikt, dass deine Augen Bewegungen registrieren, während dein Gleichgewichtsorgan im Innenohr dir das Gegenteil meldet. Also wie wenn du von einem stehenden Zug aus beobachtest, wie der benachbarte Zug gerade den Bahnhof verlässt. Man denkt im ersten Moment oft, ja, das ist der eigene Zug, der sich jetzt bewegt, doch ja, Fehlanzeige. Gleiches tritt in der Videospielwelt auf. Man sitzt stundenlang still da, während man im Game ganze Welten erkundet. Diese Diskrepanz zwischen Virtualität und Realität macht dem Körper aus evolutionärer Sicht zu glauben, dass er vergiftet sei. Denn diese Symptome kennen wir sonst nur von der Nahrungsaufnahme. Und von dieser will sich der Körper natürlich entledigen. Kein Wunder also, dass die Videospielindustrie uns eben nicht vergiften will und genau diesen Eindruck mit allen Mitteln vermeiden will. Deshalb gibt es dazu jede Menge Forschung und behelfen tun sich die meisten Spiele, wie zum Beispiel in Mirror's Edge, mit Fixationspunkten, die dem Spieler mehr Orientierung geben. Sei es mit tatsächlichen Fixationspunkten auf dem Bild oder sogar virtuellen Nasen. Diese Hilfen minimieren die Augenbewegungen und damit auch die Desorientierung samt Übelkeit. Besser als das hilft nur noch die beste Grafikkarte der Welt, nämlich die eigene Fantasie. Eine realistische Darstellung inklusive hoher räumlicher Präsenz hilft Spielern, Motion Sickness zu reduzieren. Und vielleicht hat Half-Life Alyx genau deshalb bei Spielern so gut punkten können. Mit VR-spezifischen Designelementen wie zum Beispiel den Shift- und Blink-Teleport-Optionen, den digitalen Füßen zur Zielmarkierung und der auditiven Darstellung der Bewegung machen sie das Erleben der Spielwelt besonders immersiv und realistisch. Und die Wissenschaft weiß der realistischen Darstellung eine immens wichtige Bedeutung zu. Denn was Forscher des Max-Planck-Instituts zeigen konnten, war, dass das Auftreten der Übelkeit von den eigenen Überzeugungen abhängen kann. In einem Experiment konnten die Forscher zeigen, dass man weniger unter Motion Sickness leidet, wenn man glaubt, dass man sich tatsächlich bewegt. Je geringer also die Diskrepanz zwischen wahrgenommener und realer Bewegung, desto besser kommt man mit den Bewegungen in Games zurecht. Und umso weniger empfindet man auch Übelkeit. Doch wie ist das bei dir? Leidest du unter Motion Sickness und welche Spiele verträgst du so überhaupt nicht und gibt es davon wiederum Ausnahmen? Schreib mir das doch mal gerne in die Kommentare. So, und jetzt vergiss nicht noch ein Abo und ein Like dazulassen und dann war's das auch schon von mir. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Und bis dahin, habt eine gute Zeit, mach's gut, hau rein und tschüss.